Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Und wir sind heute wieder am Start. Und zwar haben wir die Notizen von Peony letztes Mal noch gefunden, die er verloren hat. Die müssen wir ihm wiedergeben. Vorher würde ich aber gerne noch mit Sanja reden, weil wir haben ja eine von ihren Aufträgen auch schon abgeschlossen. Einen. Und da würde mich trotzdem interessieren, was genau sie da jetzt von uns will. Na, wie läuft die Jagd nach den Anhaltspunkten? Bericht über Anhaltspunkte erstatten. Dann schauen wir mal, was du bisher zusammengetragen hast. Du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon gefunden. Du hast 0% der Anhaltspunkte zum Felsenhöhen-Pokémon gefunden. 12% zum Wiesen-Pokémon. Klasse, du hast 100% der Anhaltspunkte zum Eisenkern aufgetrieben. Damit sollten wir exakt bestimmen können, wo sich dieses Pokémon aufhält. Ach, ist das auch ein legendäres, oder was? Du musst bloß die Daten in diesen Pokémon-Detektor eingeben und die Suche nach Lebenszeichen läuft. Was zum Teufel? Das Habitat des gesuchten Pokémon wurde ermittelt. Das Eisenkern-Pokémon befindet sich am Scheuenmeer. Wie es aussieht, könnte unsere Suche nach legendären Pokémon schon bald von Erfolg gekrönt sein. Viel Glück. Okay, das habe ich nicht gecheckt irgendwie. Habe ich nicht richtig zugehört oder nicht richtig gelesen. Das Sanja auch legendäre Pokémon. Quasi. Ach so, können wir nur hier hinfliegen. Dass es auch legendäre Pokémon waren, die sie da gesucht hat. Ich dachte, es waren halt einfach irgendwelche Pokémon. Eisenkern. Ein legendäres Pokémon Eisen? Also Stahl? Und ist das nicht Registeel? Dann kann es sein, dass ich es nicht kenne. Wenn es 5. Gen oder so ist, kenne ich es nicht. 4. kenne ich noch. Die Eiger und Palkia. Aber hat sie gesagt, ist es im Scheunenmeer oder am Scheunenmeer? Verdammt. Ach Mist. Die Dinger sehen halt legit aus wie Eisscheunen. Ich weiß, das ist der Sinn davon. Bitte lass uns entkommen. Danke. Ja gut, aber das kann ja jetzt überall sein, ne? Also ich würde mal auf die Insel fahren. Wo waren die nochmal? Ah, hier. Genau. Uff. Muss man echt aufpassen. Ein Eisenkern-Pokémon. Ja gut, wenn das wie die anderen legendären Moment, das ist es. Oder? Das ist doch Arceus, oder? Nee, Kobalium. Ich habe keine Ahnung, das ist es, glaube ich, nicht, oder? Aber wir haben es noch kein einziges Mal gesehen. Und das ist Level 70, was sehr ungewöhnlich ist. Ich weiß es halt nicht. Ist das ein legendäres? Ich habe keine Ahnung. Es ist Level 70. Normalerweise sind die Pokémon nie Level 70. Oh, damn. Das war ganz schön viel Schaden. Es wird von Hagelkörnern. Okay, dann ist es definitiv. Oder? Ich habe keine Ahnung. Aber da müssen wir es anfangen. Ich weiß es nicht. Vielleicht Flottball, weil es noch die zweite Runde ist? Kobalium. Soll ich schnell nebenbei googeln? Kobalium. Ist ein legendäres... Ah ja, mit dem Typen Stahl, okay. I'm sorry. Ich wusste das nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, okay? Entschuldigung. Ich meine, ich wusste es nicht. Ja, es ist halt schlecht, dass es von Hagelkörnern getroffen wird, weil im Scheunenmeer hagelt es wahrscheinlich immer. Also bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe mal stark davon aus. Die meiste Zeit schon. Das ist natürlich recht schlecht. Das heißt, es ist wie bei, was war das, Zapdos? Muss es halt fangen, bevor es stirbt. Das habe ich halt leider erst gemerkt. Es sieht aber auch aus, fast auch ein bisschen aus wie ein Eis-Pokémon.
Let's go. Damn. Das ist eine Streak. Let's go. Kobalium. Legenden zufolge kämpfte Sans zusammen mit Terrakium und Viridium gegen die Menschen, um die Pokémon der Einer-Region zu beschützen. Damn. Tja, sorry, Bro. Dass ich dich nicht kannte. Ja gut, das war ja ziemlich erfolgreich. Die Hinweise, würde ich sagen, suchen wir wann anders. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu Peony. Das war jetzt ja voll der Klacks, ey. Mal schnell nebenbei erledigt. So ein kleines ätzendes, legendäres Pokémon mal schnell nebenbei gefangen. Easy peasy. Hier müssten wahrscheinlich die Spuren des Wiesen-Pokémons sein, oder? Bin nicht sicher. Oh, ewiges Eis. Ich bin mir nicht sicher, wo die Wiesenhinweise dann wirklich hin verschwunden sind. Okay, das war inkompetent hoch 10. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt nicht hätte fliegen können bei Wodaoso mit Level 85, dann wäre aber einiges falsch gelaufen. Naja. Können wir uns immer noch drum kümmern, würde ich sagen. Nochmal von Freestyle ausgehen, weil da die Hinweise sehr waren. Genau, hier war irgendwo das Loch im Boden. Nicht im Boden, im Himmel. Aber hier ist Peony. Servus. Hey, war das nicht unser Expeditionsleiter höchstpersönlich? Ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Endlich komme ich dazu, ausgiebig Zeit mit meinem Töchterlein zu verbringen. Was sagst du da? Du hast in der Basis etwas gefunden, das wie eine meiner Notizen aussieht. Das soll mir gehören? Dann kann ich mich echt überhaupt nicht erinnern. Na nur, der Ort, der hier auf der Notiz vermerkt ist, dass das aus Dünner Riesennest, oder? Hm? Was ist denn los? Im Dünner Riesennest sind Kreaturen aufgetaucht, und zwar haufenweise. Keine Ahnung, ob das überhaupt Pokémon sind. Was sagst du da? Es scheint, dass ein Ökosystem aus einer anderen Welt in unsere eingedrungen. Ob das mit der Ultra-Pforte zusammenhängt, die sich für einen kurzen Augenblick aufgetan hat? Klingt ganz so, als ginge hier gerade etwas völlig Unglaubliches vor sich. Du weißt, was das bedeutet, oder? Da steht wieder ein neues Abenteuer für dich in den Startlöchern. Und ich weiß schon ganz genau, welchen Titel es tragen wird. Legendärer Anblick. Ein ultra-großes Loch klafft am Himmel. Das kann man halt echt schlecht lesen durch die Schriftart irgendwie. Na, der Titel ist erste Sahne, oder? Jedenfalls wartet das nächste Abenteuer auf dich. Schnapp dir diese Pokémon, von denen der Zettel spricht. Und falls es keine Pokémon sein sollten, nimm schleunigst die beiden in die Hand. Leute, wer ist das? Du bist es. Schau mal vorbei, wenn du etwas mehr Erfahrung mit Dynamax-Abenteuern gesammelt hast. Okay. Allein sollte ich nicht weitergehen? What? Okay. Uff. Mal gucken, was die so nehmen, die NPCs. Also wahrscheinlich kein legendäres diesmal. Was hab ich nochmal? Psycho, Donner und Ding, ne? Das ist ein Altaria. Was ist das für ein Pokémon? Ich sehe es nicht. Ist ein Ditto, oder? Okay, das ist schlecht. Ne, kein Ditto. Das hier müsste ein Altaria sein. Das ist, glaube ich, sogar Dracheflug. Also Donnerstock müsste eigentlich gut sein, glaube ich. Schade, dass es kein Metagross ist. Das hätte ein bisschen mehr defensive Stats. Und gut, dass wir das Müll-Pokémon haben.
Ich finde es nicht schlecht. Also es war meine zweite Wahl. Aber es hat halt nur zwei verschiedene Attacken. Nee, ist nicht sehr effektiv. Okay, RIP. Ja, ist egal, was wir nehmen. Probieren wir einfach mal alles aus. Ich hoffe, die anderen haben... Was haben wir noch? Giflor? Das sind nicht die besten Pokémon gegen Drache. Was ist das vierte? Das sieht man nicht. Ach, das Britzigel. Okay. Naja. Steigt stark. Drastisch, lol. Wow. Are you kidding me? Ich glaube nicht, dass wir es bis zum Boss schaffen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt das mache, was in der Quest... Also, mache ich gerade das Richtige? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Zum Glück haben wir schon das andere Pokémon gefangen. Dann haben wir heute auf jeden Fall was erreicht, unabhängig wie das jetzt ausgeht. Unabhängig davon, wie das jetzt ausgeht. Okay, das hat genauso wenig Schaden gemacht wie Donnerschlag. Ja, also wenn die Verteidigung von dem Vieh nicht nochmal gesenkt wird, dann ist das eh Game Over. Das ist ja jetzt schon krass. Also ich mache jetzt schon keinen Schaden. Wenn das nochmal den Wolkenschild oder wie das hieß, oder Watteschild einsetzt, das ist... kriegst du niemals totes Vieh. Und das Vergiften bringt auch nichts, weil es entfernt sitzt einfach. Es kann doch die Status-Effekte einfach entfernen. In dem Raid. Spätestens wenn es einen von uns killt. Okay, die machen alle drei genau gleich wenig Schaden. RIP. Warum setzt es viermal Grasfeld ein, Mann? Das ist ein verschwendeter Turn. Uff, zum Glück, Alter. Das wäre gewischt. Wait, what? Stand da gerade, es hat Giflor verfehlt und dann aber meinen Metern getroffen? Are you kidding me? What the hell? Oh, was ist das? Hey, was ist das? Was war das für eine Attacke? Macht die nochmal? Abgesehen davon, dass sie ewig gedauert hat, bis sie fertig angezeigt wurde, hat sie uns alle geheilt. Wir haben vier halt noch überhaupt keinen Schaden gemacht, ne? Ich mache halt null Damage. Immerhin heilen wir uns. Aber... naja. Wait, was ist das? Ach, das ist das Grasfeld wahrscheinlich. Oh. Fünf Runden? Okay, machen wir das mal. Oh. Das ist ja ultra gut. Mist, das hätte ich mir vorher mal anschauen sollen. Fünf Runden, okay. Ist ja ganz schön lange sogar. Müsste ja dann eh dabei stehen, wenn es abläuft. Die Wirkung von Reflektor hat nachgelassen oder sowas. Kriegt man eigentlich einen Hinweis bei solchen Attacken? Damn. Wäre aber ultra die Wombo-Kombo. Heilung, Heilung, Heilung. Oh. Jo, wahrscheinlich. Ja, das hättest du vielleicht mal vorher machen sollen, Bruder. Das hättest du vielleicht mal vorher machen sollen, Brudi. Brudi Hamudi. Okay, heil mich bitte, Giflor. Heil mich, Giflor. Heil mich, bitte.
And I'm dead. Lol. Oh man. Was für ein Trash. Und ich dachte kurzzeitig, es würde gut verlaufen. Doch dann kam der fast One-Shot. Ich bin mir nicht sicher, ob da Reflektor überhaupt was gebracht hat, weil physisch... Ich meine, technisch gesehen, die Flammen treffen dich ja physisch, aber ich denke, das ist nicht mit physisch gemeint. Ja. Oh, nochmal vergiftet, okay. Immerhin überlebt. Das Gift hat, glaube ich, mittlerweile schon mehr Schaden gemacht als ich. I'm so useless, man. Dieses Müll-Pokémon hat, glaube ich, mit Abstand am meisten Schaden gemacht. Die anderen beiden greifen fast nicht an. Und... Oh, jetzt habe ich ein bisschen Damage gemacht. Ah, das war ich. Nur weil es ein Volltreffer war. Elomeo. Ja, Giflor und Britziegel machen nur Support-Attacken und... Ja. Oh, jetzt! Ne, was war das? Angriffsspezial. Oh, nice. Angriffssinkt ist gut, weil es schon sehr viel Schaden macht. Aber das Giflor wird so oder so drauf gehen, da hilft das jetzt auch nichts. Giflor is officially dead. Na gut, wenn wir alle angreifen und zuerst dran kommen, aber das dauert nicht. Warum heilst du dich nicht selber, du... Warum hat sie sich nicht selber geheilt? Sie ist doch am lowsten. Uff, das ist schon unser zweiter Tod im ersten Kampf, gell? Das ist halt Game Over. Von Britziegel hat halt gefühlt noch keinmal angegriffen und Giflor auch nicht. Wenn die Support-Attacken sind alles schön und gut, aber irgendwann muss man halt auch mal angreifen. Man kann den Kampf halt nicht mit zwei Pokémon gewinnen. Jetzt hat Reflektor nachgelassen. Das hat, glaube ich, eh nichts gebracht. Oh Mann, wenn ich ein bisschen mehr Schaden machen würde, dann könnten wir es finishen. Britziegel, komm. Oh mein Gott. Greif doch einmal einfach an, Junge. Ist das zu viel verlangt? Das ist ja wirklich zum Kotzen, diese NPCs. Wollen wir es gleich trotzdem gewinnen? Lol. Ganz vergessen, dass die 10-Runden-Grenze ja auch noch existiert. Alter, bin ich schlecht. Oh mein Gott. Schade, ja, versuch es einfach mit einem anderen Mal erneut. Lass dich nicht unterkriegen. Wow, das ist ganz schön peinlich. Oh, okay. Hey, Spielstelle, hallo, ich bin doch hier mit dem Smart-Rotom von Spielstelle verbunden, oder? Ja. Super, ich dachte schon kurz, Hopp hätte mir die falsche Nummer gegeben. Oder fällt mir auf, ich habe dir ja selbst noch gar nicht gesagt, wer hier redet. Ich bin Stelia und tut mir leid, dass ich dich einfach so aus heiterem Himmel anrufe. Aber ich habe einen guten Grund, glaub mir. Ich hätte dann nämlich eine wichtige Bitte an dich, vom alten an den jetzigen James sozusagen. Genau, das erzähle ich dir lieber in Person. Ich warte im Score-Stadion auf dich, ja? Gut, ich mache mich sofort auf den Weg und verlauf mich auch nicht, versprochen. Ach, jetzt wird's mir langsam zu viel, ey. Score-Stadion, die beiden Hinweise müssen wir noch finden. Und dann hier drin eigentlich noch so ein Dynamax-Abenteuer bestehen und nicht in der ersten Runde rausfliegen. Aber das alles und noch viel mehr gibt's bei mir
Deswegen lasst einen Like, Kommentar und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.